Also kleiner Geheimtipp, wenn ihr beheißte Augenränder habt und ihr wollt euch da beschützen, dann holt ihr euch eine kalte Dose, haltet ihr morgen an den Augenrändern, dann habt ihr keine Augenränder. Das ist das. Von etwa. Ja Leute, das ist der erste Drehtag und die erste Nacht ist auch überstanden worden mit dem Laura. Schöner Schlafplatz, hat ja auch super funktioniert. Geheimtrick, also immer die Dose an die Augenränder halten, dann wirst du wach und kriegst keine Augenränder. Hätte ich absolut keinen Bock drauf. Nee? Also wir machen heute wieder Szene mit dem Erik. Szene 1, da hinten am Rewe. Dafür kauft der gute Erik mal ein paar Drugs. Szene 2 ist... Ich möchte bitte, dass mein Gesicht zu sehen ist. Ich möchte, dass jeder sieht, dass ich auch Drogen verkaufe. Der möchte sogar sein Gesicht zeigen heute. Nee, überhaupt nicht. Nein, möchte ich nicht. Also. Nur mit Handschuhen. Nur mit Handschuhen. Weil ich kann ja auch irgendjemand meinen Finger abgeben. Ja, genau, er hat so Paranoia, weil Zuckerberg, ja, es ist... Zuckerberg! Die alte Lunchpuppe. Zack, Zuckerberg hat gerade den größten Scanner auf die Welt gebracht. Der heißt nämlich, er kann die Hände schon scannen und Menschen identifizieren. Metascanner, genau. Also, niemand möchte einen Kaffee mit. Doch, ich schon. Oh. Guck mal, trinkst du auch Kaffee? Oh, da sind die Kaffeetrinker wieder da. Oh mein Gott. Jackie ist not Kaffeetrinker. Hat noch nie Kaffee getrunken. Hat sich immer davon geekelt. Bleibt immer noch ein Kakaoboy. Er wird immer ein Kakaoboy. Okay, Gesicht halt, kann man auch keinen Kaffee trinken, Mann. Bis damit da. Wir gehen heute ins Studio und ich habe einen neuen Track in Aussicht. Der heißt Sollte nicht sein. Ich mache auch so Queen of the Pain. Tief in meiner Brust. Sollte nicht sein. Sollte nicht sein, warum gehst du weg? Sollte nicht sein. Statt die Lichter, alles erinnert mich an dich. Sollte nicht sein. Sollte nicht sein, dass doch du hast mich verlassen. Gefangen in Erinnerung, ich kann es nicht mehr fassen. Es sollte nicht sein. Dass ich in der Bude lande, sollte nicht sein. Sollte so sein. Oh, Ende einfach sollte. Dana, Alter. Wie läuft auch so, weißt du? Ja. Pause. Und dann so, sollte so sein. Und dann lachst du so. Sollte so sein, genau. Geil, okay, das ist okay. Warum willst du Instagram löschen? Es war mir zu viel. Ich fand, es hatte keinen Sinn und ich hatte kein Mitleidsbedürfnis. Also du hattest keine Content-Strategie auch so, ne? Ja, natürlich. Aber das war alles irgendwie so, wofür denn? Wofür denn? Also ich mag Kunst, ich mag Ästhetik und ich hatte guten Content, aber so, warum Bilder hochstellen, wo man irgendwie total gut aussieht? Also was hat denn das für eine Essenz? Das hatte für mich dann irgendwie gar keine Essenz. Also früher fand ich das nett, so, weil das war Kunst, das war ästhetisch, aber... Okay, wir definieren mal den Zeitraum früher. Wann war früher? Na, 2014. Okay, so bis früher. Okay, dann verstehe ich es. 2014 bis jetzt? Also vor 2 Jahren so, oder 5 Jahre. Ja. Da habe ich regelmäßig so Shootings gehabt und so. Aber ja, einfach nur gut auszusehen und dann, also, weiß nicht, es ist ja eine Selbstdarstellung, aber ich finde, es muss auch irgendwo am Ende des Tages einfach eine Essenz haben. Das Ding ist halt bei Insta, ich habe das ja genauso gehabt, habe da damals Insta gemacht und habe gesagt, so, ich mache Frank genau fest wegen dein Gesicht und so. Das lief am Anfang super, 500, 600 Likes, so dies, das, alles so, ne? Irgendwann war dann ausgelutscht das Thema, nach einem Jahr. Weil, wie oft willst du noch ein Bild posten, wo kein Gesicht ist, mit einer netten Story darunter und weißt du, so. Und ja, dann habe ich halt mit Face gemacht, so. Und ja, jetzt ist halt auch so, du musst jetzt deinen Kopf richtig ein Content-Strategie, zack, 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 dir was einfallen lassen. Ja, auch, aber ich möchte nicht einfach nur gut aussehen, also was hat denn das also? Ja, wenn du halt als Model und Darsteller wahrgenommen werden willst, dann eben gesagt. Ja, aber jetzt mittlerweile halt eben nicht mehr so, weil ich finde es einfach, ich finde es so oberflächlich. Also kann ich im Großen und Ganzen noch echt nachvollziehen, aber wenn du halt eine Vision hast und sagst irgendwann, ich will halt damit Reichweite aufbauen. Ich würde eigentlich gerne tanzen wieder, weil ich habe auch früher auch ich würde gerne auch wieder Druck gehabt. Ich habe die Sandra. Experimenteller tanzen. Na, okay, du hast gar nicht gesehen. Ich habe die Sandra, die Freundin von Laura, die Hauptdarstellerin, ne? Die hat gestern noch eine Memo gemacht, war voll happy, dass sie jetzt mit Laura mit uns connected hat. So, ne? Die ist voll happy und sagt, so, pass auf, wenn ihr zusammen einen Track zusammen macht, ja, und sie singt, ich rappe, dann bringst du uns einen TikTok-Tanz bei. TikTok-Tanz. Und ja, ich will es einmal mal im Leben machen, erstmal meine To-Do-Liste von der, auf Platz 30, so ganz unten, so, weißt du, was ist da? So, weißt du, es steht irgendwo und ich will es auf jeden Fall machen und deswegen muss ich diesen TikTok-Tanz machen. Ja, was Lustiges, so, keine Ahnung, ich kann euch mal was vormachen. Aber TikTok-Tanz zu dem Song. Zu dem Song, ja, genau. Den wir dann beide performen. Das finde ich gut. Cool. Ja, zu irgendeinem Track dann, weißt du. Ich hoffe, ich bin nicht zu alt geworden das alles. Aber so TikTok-Tanz könnte ich jetzt nicht machen. Nicht? Nee, selbst wenn ich hier länger das Kasten habe. Irgendwie so. Irgendwie so. Nein, es wird dann, wenn dann ein so. Einblick ist, ich glaube, das Copyright wird nicht gemacht. Oh Gott, die Spargel-Tanzen sind so lustig, kann ich auch immer das drauf spielen. Magical. And it don't fuck. Ja. Also gut, Leute, get ready with me. Oh.
Aber wenn die jetzt eilig. Boah, zack, zack. Ich bin gerade erst aufgestanden. Wir suchen uns jetzt mal Klamotten raus. So, wir wollten ein Video drehen. Das bedeutet, ich muss mich mal passend dafür anziehen. So, mal schauen, was wir heute anziehen. Es ist auf jeden Fall kalt draußen, deswegen haben wir uns. Da muss man sich warm anziehen, Leute, sage ich euch. Aber weil wir ein pinkes Outfit anziehen, ziehen wir heute diesen Pulli. Also, wir haben heute einen Videoshoot und mein Outfit ist rosa in schwarz. Das bedeutet rosa, schwarze Hose, rosa Hoodie. Und die Hose holen wir hier. Was sagt ihr zu der Hose? Einfach eine clean Adidas Hose, ja? Finde ich eigentlich ganz fein. Und als Ersatz haben wir die noch. Das heißt, das ist meine Haupthose. Die sitzt einfach besser. Da wir halt immer Alternative A und B haben, manchmal auch C, ist das der Alternative B Hoodie. Der ist von Puma. Der ist eigentlich ganz fein. Und auch in schönem Rosa. Und Highlight ist eigentlich Alternative A, aber das ist halt der beste, ist der hier. Leute, PlayStation. Super smarter Hoodie, oder nicht? Scheiß Wecker, Mann, Alter! Wie sieht's aus? Leute, gut, ne? Junge, Junge, liebe Handys auf den Sack, Alter, ehrlich. Ficken! Nur so viel Scheiße am Arsch hast. Junge, 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 Alter, echt. Nicht reinkommen, was ist denn los jetzt? Ey, es ist 15 Uhr, Alter, ich bin schlafen und du fußt die ganze Zeit rum hier. Du sollst dich weggy machen. Tschüss, Junge, geh! Jalla! Mach dich weggy, 45 Minuten geht's los. Ich steh dir gleich den Zwiebel in den Arsch, Junge, echt. Ja. Kann ja nicht sein, dass ihr die Scheiße seid, Schisse. Alles Bimmel! Habe nicht alles gemacht, habe auf einem Wecker alles ausgeschaltet, den anderen ausgeschaltet, den anderen wieder ausgeschaltet und dann irgendwie ein scheiß letztes Handy, was irgendwo liegt, geht dann an und dann nochmal ein Wecker. Ja, ich könnte jetzt mal fragen, ich habe so ein Redmi, was nicht mehr klingelt. Das ist immer lautlos. Junge, Junge, die scheiß Pille geht ja auch nicht klein, Alter. Die geht mir auch auf die Nüsse, Alter, echt. Vielleicht nehmen wir den ja auch als Haupt. Mal schauen, PlayStation ist immer cool. Was seid ihr für Zocker gewesen? PlayStation oder Xbox? Wow, guck mal. Richtig geil. Den habe ich noch nie angehabt. Den habe ich schon seit 3 Jahren. Alter, der ist ja richtig fein. Ja, Mann. Also, so wäre ungefähr ein Outfit auf süß, das andere Outfit auch auf süß. Aber Leute, zu diesem Hoodie gibt es noch keine Geschichte. Ja, falls ihr den kennt. Also, manche Leute sollten diesen Hoodie kennen. Ja? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr diesen Hoodie erkennt. Weil, also manche Leute sollten den erkennen. Von einer ganz besonderen Person. Der hat ihn auch getragen. 2017 ist dabei verstorben.